Warum hast du eine Axt? Ja, weil ich dir jetzt gerne mit eine rüberzimmern würde. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur neuen Folge Fortnite. Wir haben uns mit den V-Bucks ein neues Lama gekauft und ja, das war's auch schon mit dem Lama. Ja, danke. Ja, zumindest ein bisschen, ne? Grüne Sachen. Ist nicht schlecht. Oh, geil. Raufbold Luna oder Pfadfinder Jazz. Ja, wir nehmen die Pfadfinderin. Oh, die sieht ja interessant aus. Die sieht ja sehr interessant aus. Seltener Held. Mal gucken, was bringt mir die denn? Mhm. Kritischer Schaden für Schwert. Nicht schlecht. Da bin ich doch dabei. Das heißt, wir haben einen neuen Helden. Ich würde jetzt auch ganz gerne mal einen anderen nehmen, um ehrlich zu sein. Wegbereiter Spectre. Aha. Schockspezialist AC. Oh, erhöht Erfolgschance, doppelte Beute zu finden um 6%. Nice Sache. Lass uns mal hier ein paar Level aufsteigen mit dem. Den nehme ich jetzt auch mal. Wo habe ich ihn denn da? Achso, nee, kann ich erst. Ja, kann ich erst machen, wenn ich hier die nächste Mission starte. Aber ich glaube, das werden wir jetzt auch gleich machen. Ach nee, hier. Hier kann ich den ändern. Warum kann ich den denn nicht... Wieso kann ich den nicht nehmen? Slot voll eingeschränkt. Der Held benötigt die Führungsfertigkeit. Aha. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ah, egal. Dann nehmen wir hier weiterhin Ramirez. Die ist ja auch ganz gut unterwegs. Die können wir aber auch mal ruhig mal ein Level aufsteigen lassen. So, Ramirez. 800, ja, das ist machbar. Komm, wir machen gleich nochmal. Zack. So. Und dann würde ich sagen, was ist denn das nächste? Weise einen Verteidiger dem ersten Verteidiger-Slot in deiner Heldeneinheit zu. Ja. Warte mal, was nochmal? Hä? Ah. Okay. Ja, aber... Hä? Da habe ich doch schon. Ich bin verwirrt. Bin sehr verwirrt. Oh, was ist das denn hier? Expedition. Okay. Entsende ein erstklassiges Holzfäller-Team, das mit dem besten Holz des Landes zurückkommt. Okay. Das machen wir mal. Du gehst jetzt mal schön los. Und suchst uns mal hier geilen Loot. So. Das machen wir auf jeden Fall. Wähle den Heldenreiter. Wähle den ersten Missionsverteidiger-Slot. Wähle einen Verteidiger, um ihn daran zu platzieren. Okay. Helden. Ach, da ist das Plus. Okay. Jetzt raff ich's. Alles Pistolenschützen, ne? Hier ist Schrotflintenschütze. Ja, komm, nehmen wir ihn hier. Ich glaube, dass, wenn wir da mal bessere Charaktere haben, dann bringt das nachher auch mehr. Oh, haben wir eine schicke Pistole bekommen. Du bist mit dem Kommandanten auf Sendung. Kommandant, ich okay. Dreh durch. So viele Schätze warten Warum? Auf mich und ich liege hier mit einem kaputten Bein. Ich kann mein Wissen über Schätze mit dir teilen, bis ich wieder auf den Beinen bin. Was meinst du dazu? Also, Kommandant, wir brauchen Patronen und Schusswaffen.
und Kupfer und ein Schwert könnten wir auch gebrauchen. Oh, und ich möchte etwas mit seltenen Kraftzellen bauen. Ich verrate dir jetzt ein großes Schatzsuchergeheimnis. Manchmal, wenn ich ganz nah an einem Schatz bin, kann ich hören, wie er mich ruft. Und es klingt wie seichte Popmusik. Okay. Dann wollen wir mal loslegen, wa? Vielleicht hörst du ihn auch. Ist das jetzt die richtige Mission, die wir machen? Nee. Das ist doch nicht die richtige Mission hier. Oder was ist doch die richtige Mission? Ich weiß es nicht. Das sah eben irgendwie falsch aus. Aber scheint doch richtig zu sein. What? Die ist Level 11? Okay, dann starten wir mal rein. Sollte ja denn nicht allzu schwer sein, wenn wir da einen Level 11er dabei haben. Das ist, glaube ich, nicht so das große Problem. Warum auch immer der jetzt mit hier uns spielt, aber... Auf jeden Fall müssen wir jetzt looten gehen. Ich will Schätze sammeln. Ich brauche so einiges. Nicht draufgehen, Wolken kalt machen. Bonus-Herausforderung jetzt verfügbar. 6 Minuten haben wir Zeit. Ich zerstöre erstmal richtig. Schön die Feuerwehr kaputt machen. Haben wir hier noch alles? Looten, looten, looten. So. Das ist auch immer gut. Da gibt es sicherlich gute Dinge. Ich habe hier irgendwo Hilfe gehört. Es muss irgendwo einer in der Nähe sein. Aber wo? Okay, wir haben schon den Atlas gefunden. Es ist ja nicht schwer, den zu finden. Ziel erfasst. Platziere den Atlas auf dem Ziel, wenn du soweit bist. Puh, ich brauche eine Pause. Bevor wir da hingehen, looten wir jetzt erstmal. Über 20 Überlebende können wir retten. Ich suche ja eigentlich nur geilen Stuff. Ja. Ja. Und weiter geht's. Ich will den Atlas eigentlich noch nicht platzieren, weil ich hier noch gerne ein bisschen was machen würde. Ich würde auch ganz gerne mal einen Überlebenden retten hier. Die 25 Stück sein sollen. Was soll ich denn mit den Kräutern?
scheint auch von denen da keiner hinzugehen. Ja, wir haben ja auch noch 3 Minuten Zeit. Bis dahin kann ich ja hier noch ein bisschen was machen. Sind die wohl Gegner oder was? Was passiert denn hier? Oh! Tschüss! Wo kommt die denn auf einmal her hier? Wieso steht die Badewanne in der Küche? Nein. Das war schon wieder an Munition? Ma, Diggi! Das ist mein Shit hier. Der macht doch alle kaputt, ne? Hier kann ich noch was durchsuchen. Ich hab schon wieder richtig wenig Ressourcen. Wie soll ich mich denn hier verteidigen? Zerstören wir mal noch ein bisschen was. Nehmen wir hier noch das Auto mit und dann werden wir schön den Atlas deponieren gehen. So. Musste ich den jetzt eigentlich platzieren, wenn ich den gefunden habe, oder? Das weiß ich nicht. Jo. Leg Bluglo in den Atlas ein. Ich habe kein Bluglo. Oh! Nette kleine Hütte! Hier ist bestimmt was Geiles zu holen. Oder auch einfach mal fast gar nichts. Hm. Dann nehme ich hier halt das Holz mit. So. Gibt's denn noch irgendwo Blue Glow in der Nähe? Mülltonne können wir auch durchsuchen? Nice. Okay, da ist Holz drin. Warum denn noch nicht? Hier ist kein Blue Glow. Den Metall haben wir auch wie sonst was. Also das ist ja wohl extrem viel, was wir haben. Das ist genug, Blue Glow. Now build defenses around the Atlas and activate it when you're ready. Ja, machen wir gleich. Muss auch ein bisschen looten. Oh, wir haben Schrauben gefunden! Oh, geil. Die Trockner durchsuchen. Gerade durch noch hier schön die Mülltonne. Nehmen wir alles mit. Jana könnte schön bauen. Ich komme später dazu. Ich bin hier der Luder. Oh, das ist ein Schulbus. Wo ist eigentlich die Schatztruhe?
Vielleicht da eine Schule drin. Da gehe ich nochmal rein. Nö. Munition. Ist das eine Schule? Sieht danach aus, ne? Auf jeden Fall stehen hier Fitnessgeräte. Das ist schon mal nicht schlecht. Noch ein schönes Set machen hier. Ach nee. Das ist nur ein Laufbahn und Fahrrad und so ein Scheiß alles. Ah, geil! Schön den Flügel wegzimmern hier. Oh. Hier ist geil, was zu durchsuchen. Schlechte Nachrichten, Höhlen. So. Haben wir hier noch so? Schöne Bär-Tisch vermöbeln. Nehme ich alle mit hier. Da oben kann ich noch was durchsuchen. Ja, schön die Muni. Warum auch nicht? Wer bewahrt denn auch nicht seine Munition für Scharfschützengewehr in der Küche auf? So, fehlt noch was? Dann können wir nochmal runtergehen. Yes! Das sieht gut aus. Noch mehr Munition. Elektrische Geräte. Wieder ein Auto! So, gehen wir rüber zu unserer Kumpels hier. Unmöglich. Ich brauche mal eine Sekunde. Er baut dahin, cool, sehr schön. Alles aus Metall, das ist gut. Wir gucken mal jetzt einfach mal. Können wir hier jetzt mittlerweile mal was bauen? Oh, eine neue Schrotflinte können wir auf jeden Fall bauen. Den Kupferritter. Okay, das ist Level 1. Ah, da brauchen wir nur noch 2. Was auch immer. Kann ich nicht hier irgendwas wegschmeißen? Oh. Die Pistole nehme ich. Kann ich die doch hier verwerten, oder? Guck mal, den kann ich doch hier schön wieder verwerten. Das kann ich wieder verwerten. Gibt nur ein Roherz, schade. Boah, was habe ich denn hier für die geile Falle? Was krieg ich dafür? Na, nicht viel. Wandkatapult. Krieg ich auch nicht viel. Auch nicht viel. Was ist denn das hier? Ach, das ist Mineralpulver, okay. Sprengpulver, okay, unser Scharfschützgewehr. In 5 Sekunden. Ah, was? Boah, was ist das hier für eine krasse Falle? Derbe. Geil, was der hier gebaut hat. Verteidige in den Atlas. Ja, los geht's. Ich mach die Seite hier. Okay, interessante Waffe. Hey, ist ja noch gar nichts los. Okay. Ich nehme die Seite. Die nimmt jetzt schon ihre Spezialfähigkeit? Warum auch nicht, ne?
Wenn man eine coole Waffe dabei hat, brauchen wir die Spezialfähigkeit auch nicht. So, wo kommt ihr? Kommt her. Auf geht's, ihr Spacken. Ich werde euch alle finden. Es ist doch viel zu ruhig. Ich weiß nicht, ob auf der anderen Seite mehr los ist, aber hier ist ja nichts los. Wo sind die anderen jetzt alle hin? Ich meine nicht, dass ich Probleme hätte, aber was macht er denn hier? Versucht hier über den Zaun rüber zu kommen. Lol. Da sieht noch alles entspannt aus. So, weiter geht's. Hey, ich will mal ein bisschen Action haben hier. Wie konntest du denn das überleben? Kann ich nicht. Kämpf weiter! Pitcher. Nein. Ganz schlecht, ganz schlecht. Wo schieß ich denn hin hier? Und ins Gesicht! Ah, knapp daneben. So, war besser. Alter! Wie konntest du das denn jetzt überleben wieder? Was? Nein, die Waffe ist kaputt! Nicht meine Schrotflinte! Nein! Jetzt müsst ihr dafür büßen, ihr habt meine Waffe kaputt gemacht. So, sind die nächsten. Er ist der Ding. Schön an ihn geschossen, ey. Kommt hier überhaupt mal einer? Wo sind die ganzen Leute? Nö. Kein Problem. Gut, ich brauch die auch echt gesagt nicht mehr. Ich habe hier die Seite absolut sicher. Werden du gleich wieder das Problem mit der Munition haben. Kopfschusssträhne! X5! Hab fast keine Munition gleich keine mehr. Munition mehr! Ein Krieg noch down. So. Und das war's. Wow! What? Nice Pistole, ey. Halleluja! Das Ding macht ja richtig Damage. Aber das erwarte ich auch von der blauen Pistole. Alter. Diesen Impact siehst du, wie der in die Hülle zurückgeschleudert wird mit dem Kopf. Das ist geil. Muss doch wieder was repariert werden, ne? Ne. 2 Minuten 20 noch. Unsere Festung wird angegriffen. Wo?
Nicht von meiner Seite. Jetzt aber ordentlich viele. Ja, auf jeden Fall schon mal Silber. Ach komm, geh down. Was? Du lebst noch? Nur noch 30 Sekunden. Mach es halt so. Das hat Spaß gemacht mit dem Ding eben. Das sollte ich häufiger machen. Weil da scheine ich auch unendlich Munition zu haben mit dem Teil. Gut gemacht, Kommandant. Yes! Woo! Das ist ein Bauabzeichen in Bronze erhalten? Ich hab gar nichts gebaut. Yes, nice Sache. Oh, was haben wir? Ja, keinen einzigen Baupunkt bekommen, aber das Bauabzeichen in Bronze. Warum denn auch nicht? Zwei Fertigkeitspunkte? Ja, wir haben ganz schön viel geschafft hier in dieser Mission. Wir haben richtig was bekommen. Oh, wow. Alter. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet, um ehrlich zu sein, aber naja. Ab zurück zur Heimatbasis. Bloß nicht noch länger hier aufhalten. Wir müssen ja schließlich noch die Truhen öffnen und gucken, was für Loot wir bekommen haben. Okay. Ja, das scheint es gewesen zu sein. In der nächsten Folge kümmern wir uns um die Mission Geschätzte Freunde. Das ist der Hauptauftrag. Ich glaube, das ist die letzte Mission jetzt, ne? In der Auftragsseite 5. Da müsste es das schon gewesen sein. Viel mehr können wir nicht machen. Wir können hier noch einen Fertigkeitspunkt wieder dazusetzen. Jetzt haben wir... Jetzt splittert sich's auf. Was haben wir denn hier? Erhöht den Schaden durch Fallen. Fähigkeiten und Gadgets wie Heilwirkung um 1% pro Punkt. Erhöht den Schild und seine Regenerationsrate. Nehmen wir den. Definitiv nehmen wir den. Gruppenangestellte um 3. Grupp-Tag. Den nehmen wir auch. So! Gut, liebe Leute, das soll's gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wenn ja, dann schaltet wieder ein, wenn es heißt, eine neue Folge Fortnite.